Very nice. So. Sure, that's fine. So, Toilettenpapier. Oh ja. Dafür haben sich auch die Menschen bei uns in Deutschland gegenseitig über den Haufen gerannt und fast, ja, zusammengeschlagen. Und ich glaube, teilweise haben sich auch zusammengeschlagen. Da siehst du halt auch mal wieder in der harten Realität, wie die Leute sich wegen sowas wie Toilettenpapier gegenseitig, also, nee. Da muss ich selber auch sagen, da bin ich wirklich enttäuscht von den eigenen Leuten, die im Land leben, wie sie sich wegen sowas, weißt du, sofort auch hamstern und Panik und sich auch immer so alle so leicht Panik einreden lassen, wo ich mir denke, so, das ist doch irgendwie auch nicht gut. Aber das Thema scheint jetzt ja auch fürs Erste auch mal. This looks like a waste of time. Mann! Auf die Schnauze jetzt hier aber! Verpiss dich! So! Noch irgendjemand? So. Kaminfeuer! Okay. Der Ofen hier ist auffällig sauber. Ich glaube, das Haus sollte sowieso vermietet werden. Oder auch nicht. If only I had room for it. Okay, es wird eh Zeit, dass wir verschwinden von da. So. Macht Sprung! Messer rein, Gedärme raus. So, und in dem Sinne würde ich sagen, wir fahren wieder zurück. Ach man, wie schön friedlich das alles hier doch ist. So. Fahren wir zurück zu unserer Basis, würde ich sagen. Haben wir auf dem Weg hier noch irgendwelche... Ah, seht ihr? Die ganzen Infektionshorde sind despawned. Sobald die Seuchenherze weg sind, gibt es keine Infektionshorde mehr. Herde. Lol. Das heißt, sobald die Seuchenherzen weg sind, hat man auch kein Belagerungsproblem. Also, da muss ich sagen, ja, doch, warum eigentlich nicht? Ich meine, du hast deine Karte, du hast deine Stadt befreit. Du hast nur noch so die Zombies, die halt auch vom Umland immer mal wieder durch deine Stadt streifen. Aber ansonsten, also ich muss sagen, das ist eigentlich relativ gut gelöst. Da kannst du hier noch alles weiter looten, Einfluss sammeln und wenn du dann Bock hast, mit deiner Gemeinschaft einfach die Karte wechseln und die nächste Stadt befreien. Beziehungsweise Areal. Also das ist nicht schlecht. Oder wenn du Bock hast, kannst du auch auf der Karte bleiben, aber irgendwann sind halt deine Ressourcen am Ende. Außer natürlich durch die Außenposten, aber wenn du auch nichts mehr farmen kannst, dann macht es ja auch nicht wirklich so viel Spaß. La la la. So. Oh oh. Hoppla. Smash Wagon. So. Liefern wir erstmal ein paar Sachen ab. Wahrscheinlich jetzt zu viel eigentlich, aber egal. Komm, wir liefern auch mal alles ab. Lol, wir haben alles einlagern können. So. Wir haben. Oh, mein Hintern. Oh, die ganze Zeit auf einer Stelle sitzen ist echt so unbequem. So. Und jetzt bin ich übers Ladekabel von meinem Handy gerollt. Na, super. We've lost track of one of our people. We need your help. Oh, don't know. Hä? Wir können die Quest wieder machen? Coming over. Don't go anywhere. Lol. Thank you so much. Ich dachte jetzt eigentlich, dass der oder dass die Person jetzt tot ist. Aber okay, in dem Fall habe ich mich geirrt. Ist ja nicht schlimm. Oh, was habe ich getan? Leute, das Hobsüchtige hier, der kommt jetzt ja doch nicht in die Base rein, alles klar. Ich dachte, er macht jetzt hier erstmal Lärm. Der Juggernaut auch nicht, okay. Also ich dachte, wir haben jetzt hier erstmal Po-Piraterie am Start. So. Wir nehmen mit zweimal das hier, das da machen wir so. Molotov oder komm, Benzinbomben. Wir sind ja hier Rich Kids. Das passt schon. Nehmen wir wieder unseren Smash Wagon.
Aber ich glaube, wir nehmen noch einen Benzinkanister mit. Wäre eigentlich ziemlich sinnig, meiner Meinung nach. So. Hier weiterhin Waffenüberreste verwerten. Okay, wir haben einige, die gerade Pause machen. Müssen wir halt damit erstmal kurz leben, aber das ist egal. So, und jetzt fahren wir wieder da nach oben. Wir hoffen, dass wir es diesmal hinbekommen. Aber ich dachte jetzt eigentlich, dass das Gemeinschaftsziel jetzt komplett gescheitert. Boah! Das war mal wieder gefahren wie eine Drecksau. So. Unsere Stadt ist sicher, denn wir haben alle solchen Herzen kaputt gemacht. La 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 la. La 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 la. So. Wir fahren wieder da hinten hoch und ich glaube, das ist ja... Ah, genau. Die haben ja die Basis da oben besetzt. Ah ja, und das würde ich mir eigentlich auch noch wünschen, wenn es noch dieses Jahr so eine Art Enklaven-Update geben würde, dass eigentlich jede Heimatbasis, also auch jede potenzielle Heimatbasis, von irgendwelchen Enklaven besetzt ist. Sodass du quasi die Leute von dort vertreiben musst. Das fände ich meiner Meinung, also ist wie gesagt meine Meinung, ich fände es so besser. Oder dass du einfach sagst, es ist abhängig von der Schwierigkeit. In der Grünzone ist zum Beispiel bloß ein oder zwei Basen. In der Schreckenszone sind es schon drei Basen oder vier. Und in der Albtraum- oder tödlichen Zone sind es einfach alle Basen, die besetzt sind. I hope nothing heard that. So. Hello. Consider it done. Travel to bräunlicher Wohnwagen, du siehst vor Fisch. Oh, ich hab doch gedrückt. Ah, oh, du Dreckspiel. Alter, Alter, ich drück doch, du Kackvogel. Was ist denn dein Problem? Frisst das? Alter. Was ist das denn jetzt gerade eben für ein Crap gewesen? Junge. Okay. Boing. Wir müssen aufpassen, da hinten waren irgendwo noch dieses Pack mit Tobsüchtigen. Dadam, 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 dadam. Ich mag die Musik. Fun Fact an der Stelle. Mit Update, ich glaube 29, haben sie, glaube ich, ja neue Musik hinzugefügt, die den Kampf mit den Dolchenherzen intensiver machen sollen. Die Musik, die war eigentlich nur in Daybreak. Also die Musik, die hat quasi schon die ganze Zeit existiert. Und da haben sie sich einfach nur entschlossen, die Musik von Daybreak jetzt einfach auch da reinzupacken. Ich meine, ich finde es nicht schlecht, aber wirklich neu war es ja auch nicht. Hallo? Hallo? Hallo, Fisch! Oh, ich muss niesen. Oh nein! Oh mein Gott. I prefer to abandon this area as soon as possible. Lead on. So. Glad we could be here for you. Okay. Get rid of that one. Alter, das ist deine Tür, du musst sie loswerden. Okay, das ist jetzt meine Tür, ihr muss ich jetzt loswerden. Piss dich doch. So, wie kommen wir jetzt hier am besten hoch? Eine gute Frage für das ZDF. Ach, ich dachte, das wäre ein Stein gewesen. Das war ein Zombie. So. Bringe Fisch zur Basis. Ja, die Quest. Oh, das sieht irgendwie auch cool aus. So. Ach. Erzähl keinen Scheiß. Erzählt ihr uns, dass wir schneller fahren müssen? Mensch, das ist ja ein richtiges Genie, meine Freunde. Mann, also, ich bin begeistert. Und wieder eine besonders coole Hintergrundmusik. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich irgendwie so ganz leicht nostalgische Erinnerungen an meine Kindheit. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, keine Ahnung, es ist so ein bisschen so nach Abenteuer. Es war einfach, ja, richtig cool. Damals. Alter! Was ist denn heute los? Oh, das gibt mir jetzt was. Müsstet ihr nicht alle auch verbrennen?
Hang on, I'm coming to you. So. Oh, super. Weißt du, die. Also, ich habe ja nichts dagegen, wenn das Spiel ein bisschen realistisch ist. Aber wenn du so einen Smash-Wagon hast, wie jetzt hier, wie kann das sein, dass der, selbst in der tödlichen Zone, das ist mir so hart egal, wie kann es sein, dass das Ding so schnell am Sack ist? Weißt du, wenn das Ding deswegen so schnell am Sack wäre, weil ich hier, was weiß ich, gegen jegliche Genfer Konvention zum Autofahren verstoß, dann würde ich es ja verstehen. Aber du fährst bloß Menschen, also Zombies um, weißt du? Und dann ist das Spiel so, ja, also, du hast jemanden umgefahren, weißt du? Ich meine, die Zombies hier, die haben wahrscheinlich eh so einen Schädel aus Butter, so hart wie, und so schnell wie der zerspringt. Aber wehe, du tust mit dem Auto gegen die fahren, hey. Dann, Schicht im Schacht. Versuchen wir es nochmal. Wunderbar. Oh, das ist eine Horde vor unserer Tür. Lol, also mit präzisen Feuerschüssen kann man den Juggernaut ja auch relativ gut. Lol. Oh fuck, lauf, 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 lauf. Ach egal. Take it down. Das war intensiv. Ah, seht ihr das? Da ist ein neuer Infektionshort, aber ich glaube, der müsste eigentlich jetzt auch bald wieder despawnen. Okay, reicht nicht. Ich überlege mal, man könnte den Tropsüchtigen aus der Verstohlenheit umbringen, das wäre auch so geil. Aha! Ziel ausgeschaltet. Worf Ende. So. Ah, das sind auch wieder drei. Wisst ihr was? Wir töten die kurz. So. Ah. Wo sind die Tobsüchtigen? Ich glaube, die sind weiter oben, ne? Da hinten sind sie irgendwo. Oder wir machen das anders, wir gehen hier hoch. Wenn... Weißt du, also mobil, agil und hast du nicht gesehen, aber zu blöd, einen Felsen hochzugehen. Hast du auch noch nicht gesehen. Da können wir, ich habe das Gefühl, man kann irgendwie nicht mehr auf Autos hochklettern. Wäre zwar mies für den einen oder anderen, weil man jetzt ja tatsächlich sich ja... Oh nein, sind die jetzt... Wo sind die jetzt? Wo sind die jetzt? Achtung! Tut mir leid. Ups, falsche Taste. Ich dachte, wären es doch die Tropsüchtigen gewesen. Ich meine, eigentlich waren sie da ja auch, ne? Aber... Scheinbar. So, jetzt wechseln wir zu Abbott. Ich kann den Namen nicht auch richtig aussprechen, glaube ich. So, wohin müssen wir? Müssen dahin, okay. Wenn es auf den Kampf ankommt, dass wir eventuell uns gegen Menschen zuwenden müssen, würde ich vorschlagen, wir nehmen Benzinbomben mit, einfach weil wir es können. Oder halt den nehmen. Oh mein Gott. Jetzt lass mich mal kurz nachdenken, Freunde. Wir brauchen auf jeden Fall zuerst Munition mal wieder. Oder 45er Patronen würde ich auch mal wieder ausgeben, gerne. Was können wir eigentlich noch so auf
Profi-Schalldämpfer. Komm, mach mal da jetzt auch drauf. Wir packen ein das hier. Energy Drinks und ich glaube Molotov-Cocktails wären vielleicht noch gut oder Benzinbomben, wie gesagt. Und wir nehmen mit einen Benzinkanister und natürlich wieder. Ach komm, wir nehmen auch mal zwei mit. Wir müssen jetzt mal kurz unser Teil hochhalten. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir den mal richtig reparieren müssen. Und ich glaube, danach müssen wir, auch wenn wir den zweimal reparieren, ich glaube, der müsste eigentlich dann nochmal repariert werden. So, mal gucken. Männlich und weiblich, das passt. Natürlich auch wieder nachtanken, wie es sich gehört. So.